bisschen größer machen wir Sebastian. Schnell, lauft mal. Was man jetzt sieht, ist auch die Ameisenstraße. Der Werk, ja genau, der Werk ist markiert, damit da jede Ameise weiß, wo sie reinlaufen muss. Und wenn es regnet, verwischen sich die Spuren nicht. Das Ganze ist wasserfest und sie finden ihren Werk. Und man sieht schon, sie schleppen schon gehörig um und bauen trotz regen Witter. Also da macht das nicht ganz so viel aus. Die Pimpernuss. Weshalb wir da stehen geblieben, ist der Baum, der ist abgestorben und da sind aber schon die ersten Spuren von den Rittern drinnen. Die Ritter, wo wir suchen, das sind Käferle. Wir gehen einen anderen Weg, der ist ein bisschen steinig, aber man sieht schon die ersten Mauerreste, das war die Außenmauer, wo jetzt schon Boden gut eingewachsen ist. Der häufigste Frosch, den es bei uns gibt, aber er knurrt nur ganz leise. Den, wo man üblicherweise ganz laut rufen hört, das ist der Wasserfrosch. Der hockt unter dem Glitzweiher. Also Weinbergschnecken sind generell große Schnecken, aber es gibt sogar noch größere. Es gibt Schneckenkönige. Und die Schneckenkönige haben aber Hüsle, das in die andere Richtung gewunden ist. Und die findet man ganz, ganz selten. Die sind wirklich ganz, ganz rar, aber es gibt sie. An der Stelle sieht man schon die ersten Ritterspuren. Man sieht, sie sind da, obwohl sie sich wegen dem Regen versteckt haben. Man sieht schon, dass die auch Hunger haben. Und deshalb haben sie da die ganzen Blättchen schon angefressen. Voll bewaffnet und ausgerüstet, oder?